Gut, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es die Darstellung mittels neuroradiologischer Methoden, wie zum Beispiel MRT-Angiografie oder mit Computertomographie, der Angiografie mittels Computertomographie. Das erfordert Kontrastmittel. Und es gibt den Ultraschall der Hirnversorgungsarterien für die Halsarterien und für die Hirnarterien. Diesbezüglich bin ich sogar ausgewiesener Spezialist. Beim akuten Schlaganfall behandelt man und diagnostiziert man die Verstopfung der Gefäße mit einer dieser drei Methoden. Der neurovaskuläre Ultraschall, also Ultraschall der Hirnversorgungsarterien, hat besondere Fähigkeiten. Er kann zum Beispiel messen, wie schnell das Blut fließt und wie rum es fließt. Das kann keine der anderen Methoden. Natürlich machen wir das bei Patienten mit akutem Schlaganfall. Das gehört einfach zur Notfalldiagnostik mit dazu. Aber auch bei Patienten, die chronische Erkrankungen der Hirnversorgungsarterien haben, zum Beispiel eine Verengung der Halsarterie oder der Hirnarterie, können wir sehr schön elektiv mit Ultraschall dies darstellen und daraus die Handlungskonsequenzen ableiten, wie zum Beispiel Operationen oder medikamentöse Behandlung.